Hallo, liebe Kampfsportfreunde. Neben mir Grappling-Arzt Malte Jansen. Malte, das Phantom-Shooting ist hier im vollen Gange. Kannst du es mal kurz berichten? Was sind deine Eindrücke? Ja, ungewohnt, ja, aber macht auf jeden Fall Bock. Viele von den, oder sagen wir mal alle Grappling- und MMA-Asse hier versammelt in, wo sind wir hier? Bochum, in so einer Lagerhalle. Martialischer Hintergrund. Macht Bock. Ist alles ein bisschen langwierig so mit den Posen und den ganzen Klamotten anziehen, aber macht definitiv Spaß. Auch eine Herausforderung für einen Kämpfer, sich schnell umzuziehen und dann dementsprechend auch immer gut auszusehen? Ja, wir sehen ja immer alle gut aus, jederzeit, und von daher ist kein Problem. Kommen wir mal jetzt auf deine Verletzung kurz zu sprechen. Du hast ja jetzt einige Zeit pausiert. Kannst du uns da ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen? Wie sieht es zurzeit aus? Ja, ich war jetzt vergangenen Dienstag beim Arzt und der hat mir das grüne Licht gegeben, dass ich jetzt wieder so langsam mit dem Aufbautraining anfangen kann. Also locker joggen gehen und ja, gewichtmäßig ein bisschen Krafttraining machen und dann, ich denke mal so, in 2 Wochen starte ich dann wieder mit dem Ring und ich denke mal Mitte, Ende Juni stehe ich wieder auf der Matte. Aber morgen, am Sonntag, ist ja für euch auch ein sehr wichtiger Termin für euch von Taifun Luta Livre. Das Open Match steht an. Kannst du uns dazu auch noch etwas sagen? Ja, zum x-ten Mal veranstalten wir eine Open Mat in Frechen im Kampfsportcenter, nahe bei Köln, oder quasi für mich ist das schon Köln. Und ja, haben wir, glaube ich, vor 4 Jahren oder 3, 4 Jahren das erste Mal etabliert mit den Jungs aus Dortmund, Thomas Holtmann, Rupert Lotharius, den Essenern und diversen anderen Teams, um uns einfach auszutauschen, ein bisschen zu rollen, freundschaftlicher Umgebung. Und ja, ich freue mich drauf. Ich denke mal, es wird voll werden morgen und ja, kommt alle vorbei. Für die, wollte ich gerade sagen, für die Jungs, die noch ein bisschen Zweifel haben, so, oh, meine Fähigkeiten sind jetzt noch nicht so gut, ob ich da hingehen kann, kannst du die auch beruhigen und sagen, da kann wirklich jeder hin? Nö, kann ich nicht. Ne, Scherz. Kommen kann jeder, vom blutigen Anfänger oder von auch derjenige, der noch nie auf der Matte gestanden hat, bis zu dem, der irgendwie regelmäßig Turniere kämpft. Spielt keine Rolle, man sucht sich einfach seine Trainingspartner aus, rollt mit denen freundschaftlich oder ein bisschen härter, je nachdem, wie man möchte. Tauscht sich über Techniken aus, man kann Fragen stellen, sucht sich einen Ass wie Armin und fragt, ja, wie geht das mit der Triangle oder wie geht das mit dem Beinhebel, und dann einfach ein bisschen Spaß haben und gute Zeit verleben. Wenn wir jetzt aber auch nochmal auf das Team, jetzt Taifun Luta Livre, zu sprechen kommen, es stehen ja jetzt demnächst im Sommer auch einige Grappling-Events an. King of the Beach habt ihr letztes Jahr ziemlich gerockt, als bestes Team auch abgeschnitten. Kann man damit rechnen, dass ihr dort auch wieder vertreten seid? Also King of the Beach sind wir definitiv dabei. Ich denke mal, ich werde auch dann auf der Matte stehen und meinen King of the Beach-Titel sozusagen verteidigen. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass wir da die Hütte wieder rocken werden. An dieser Stelle Gruß und viel Erfolg an meine Jungs, die gerade in Ede kämpfen. Kann leider nicht dabei sein, weil ich hier heute beim Phantom-Shooting dabei bin. Aber ich denke mal, die Jungs werden gut abschneiden. Und ja, was sonst noch im Sommer kommt, ich denke mal, wir sind wieder auf vielen Turnieren vertreten und geben unser Bestes, um wieder ganz vorne und ganz oben dabei zu sein. Du hast ja schon gerade einige Grüße an deine Teamkollegen verrichtet. Möchtest du noch weitere Grüße verrichten zum Schluss noch? Ja, möchte ich natürlich gerne. Ne? Erstmal Dominik fürs Phantom Shooting. Danke dafür, dass wir hier die neuen Sachen von Phantom tragen dürfen, da ein paar schöne Fotos gemacht bekommen. Und wie immer an Armin, XTFC, Ground & Pound, Willi und wer noch so dazugehört. Danke für alles. Also vielen Dank, Malte. Okay.